Hey, meine Rabauken, der bekannteste Prison Bedrock Ersteller aller Zeiten in Minecraft hat ein neues Prison herausgebracht und zwar, ich zitiere, das Unmögliche, das Schwerste, was er je gebaut hat. Ich bin gespannt. Mit dabei ist aus Malinsky. Moinski! Wir haben aber eine schlechte Nachricht. Das ist das Einzelspiel. Das heißt, Selina ist aus der Zentrale zugeschaltet und kann nur zugucken. Ich muss aber verraten, wir haben schon am Anfang jetzt ein bisschen gezockt, bis wir gemerkt haben, dass das Multiplayer broke ist. Das heißt, ich weiß halt jetzt haargenau, wie es weitergeht. Ich zeige es euch. Da oben ist eine Kiste. Hier ist ein Rahmen mit einer Karte. Bam, mit einer Schneekarte. Wir können öffnen, kriegen dreimal Milch raus. Diese Milch kann ich jetzt trinken, damit meine Effekte mit Abbaulähmung weggehen. Und damit können wir hier... Ja, das ging ja wirklich eine Millisekunde. Was war das denn? Können wir hier die Zäune abbauen? Und wenn wir Glück haben, schaffen wir alle vier Ramentes. Na, schade. Ging nicht aus. Weitere Milch sippen und wir sind durch. So, das war der Kasten. Schon ganz schön heftig. Es gibt 9 Stages. Das war Stage Nummer 1. Lasst an der Stelle auch 9 Likes da. Denn nur damit hat man Glück beim Diamanten finden. Minecraft Bedrock Prisons. Und ihr wollt doch Diamanten finden, oder? Wir gehen in Stage Nummer 2. Rein da an die Butze. Also Stage Nummer 1 und 2 kennen wir. Ne? Also gleich sind wir auch auf 9 Terrain. Also muss ich hier hinlaufen. Dann sagt ihr, das war doch zu einfach, oder? Jetzt müsst ihr nämlich eigentlich TP'en. Ja, zack. Jetzt ist hier nämlich eine Kiste. Hier ist ein Hebel drin. Mit dem Hebel fahren wir zurück. Und ab hier kenne ich es auch nicht mehr. Ab hier ist auch für mich neu, Leute. Ab hier ist Neuland, Leute. Internet ist Neuland. Still too easy. Guck nach oben. Oh Gott. Wow. Das sah geil aus, ne? Das fällt so denn? Runter. Okay, ab hier kenne ich es nicht mehr. Wir haben eine Werkbank. Mhm. Wir haben Stein. Bringt mir aber nichts. Da oben ist da oben was irgendwie? Ich glaube. Goldblock, ja. Aber. Yeah. Dreh dich mal an anderes. Ich würde sagen, die Werkbank abbauen. Das wäre das Logischste. Stimmt. Weil ich kann ja nichts anderes machen. Aha. Oh, ja. Boah, da ist ja arschviel drin. Was ist das denn? Ganz viel Grünzeug und Pilze und Gras. Wir brauchen eine Spitzhacke, hätte ich jetzt gesagt. Okay, ich kann Moosblock. Eine Angel. Angel scheint mir wichtig. Also weißt du, was ich gedacht hätte? Mit den Fäden sich so hochbauen. Nee, man muss safe craften. Guck mal, das wird ja safe ein Moosblock und Knochenmehl. Aber wie geht ein Moosblock? Sag mal an. Moosblock geht so. Ja, okay, da muss man ja safe einen Moosblock machen. Das ist ja ein bisschen großer Zufall. Genau alle Zutaten, die wir haben. Ah, okay. Dann musst du mit Knochenmehl etwas auf dem Moosblock züchten, hätte ich jetzt gesagt. Kann das nicht Blöcke löschen? Ja, und safe, das passt ja genau. Das muss ja hundertprozentig so sein. Ich würde sagen, hier rein. Da rein den Moosblock mit Knochenmehl. Sicher? Nö. Den Moosblock oben platziert, auf der Werkbank drauf. Nee, das kann nicht sein. Ich denke schon dann da rein. Vielleicht mal mit der Angel, mal ein bisschen durchluschern. Bisschen durchangeln. Sieht nicht so aus, als ob ich das getroffen hätte. Ja. Oder da oben rein. Denkst du, oder? Der muss sich nicht verwandeln. Sag's sie, Nina. Der muss sich verwandeln. Sag's sie, muss sich nicht verwandeln, Nina. So, und jetzt können wir mithilfe des Moosblocks. Scheiße. Oh oh. Den hätten wir. Warte. Oh. Den kann man doch angeln, oder? Nee. Natürlich! Boom! Oh mein Gott, Alter! Ich bin sowas von nicht Believer. Natürlich kann man die angeln, Alter. Na, safe. Was jetzt? Aber wie geht's? Ja, okay, warte, Kiste. Au. Okay, jetzt einfach da hoch, denke ich, ne? Oxidierte und eine nicht oxidierte. Ja, ich würde sagen, einfach hier hoch jetzt, oder? Go for it, ja. Oder kannst du irgendwo platzieren? Mal lieber luschern. Nee, überall hat er da noch nicht gemacht. Ja, man muss jetzt safe da hoch. Aber es ist natürlich mit den paar Platten gar nicht so einfach. Es geht sich aber perfekt aus. Ja. Ja, ja. Zack. Ja, hallo. Jetzt Jump'n'Roni. Boom. Stage 3. Mushroom-Crew. Okay, wir haben hier einen Haufen Kram mit den Kesseln. Okay. Metallurgie. Wir haben keine Werkbank. Wir haben kein, kein Boot. Das bringt also auch nichts. Wir können eine Pilzsuppe machen. Pazzo heißt die. Pazzo. Elina wieder. Ich habe gar keine Werkbank. Wobei die normalerweise natürlich abbrennen würde, aber kannst du natürlich deaktiviert haben. Nee. Das haut nicht hin. Pilzsuppe. Damit könnten wir uns regenerieren und würden es vielleicht durch
schaffen. Wir haben Sättigung. Eine Pilzsuppe ist komplett sinnlos eigentlich. Lightning Bolt Spawner. Ah. Du musst die Kuh verzaubern, damit eine seltsame Suppe rauskommt. Aber jetzt habe ich die ja schon gefüllt, Elina. Und ich kriege keinen Hunger, weil ich Sättigung habe. Mit einer neuen Schüssel. Pazzo. Ist aber auch eine Pilzsuppe, Elina. Jetzt muss ich da eine seltsame irgendwie machen, oder wie? Ich kann eine Schere machen. Das bedeutet was. Ich denke, ich hätte das nicht machen dürfen, Elina. Wahrscheinlichkeit, dass die Suppe gibt. Ja. Yeah. Seltsame Suppe. Und was macht die? Die gibt eine Feuerresi oder was? Effekte? Jetzt einfach sippen. Feuerresi! Ich war zu langsam. Es hat gereicht. Schaffst du. Du bist eine Ehrenkuh und ich lass dich zurück. Yeah. Eisenspitzhacke, Elina. Ah, Werkbank? Richtig. Ah, okay, nice. Ist da vielleicht noch was versteckt? Ich habe mir eine Schere gemacht. Ach ja, stimmt. Ja, du hast... Aber das war gar nicht mit Absicht eigentlich. Kakuka de Chamba. Warte, Ben, gar kein Problem für den King. Warte mal eine Sekunde. Ich rufe jetzt einmal nämlich den Forky-Geist hier einmal an. Und dann hast du zwei Eisen. Alter, Forky-Geist hat angerufen. Hört ihr das, Leute? Zack, ist die Eisenspitzhacke am Start, ey. Und wir sind durch. Sehr schön. Ist das jetzt das nächste Level? Du hast, ja, auf jeden Fall, weil alles wurde von dir stimmt. Cleared. Okay, wir sind jetzt in Stage Nummer 4, oder? Ja. Hier ist ja alles Pustekuchen. Ist da vielleicht wirklich nichts drin? Vielleicht ist das ja wieder so ein Prank. Ich hab doch aus jeder Reihe. Bist du eine Fledermaus? Oh Gott, was sind das denn für wilde Kombinationes hier? Ja, ja, okay, Safe Kuchen. Zack, zack. Das war's, Mann. Zack. Zack, zack, zack. Boom. Boom. Ja, wir brauchen jetzt halt drei Getreide. Das dauert jetzt halt einfach, ne? Ah, nee, warte, ich kann noch mehr machen. Das ist jetzt einfach krasses Grinden. Nee, nee. Kann ich noch mehr machen. Nichts mit Grinden. Zack, 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 zack. So, jetzt hier Zucker draus. Zack, into Kuchen. Zack. Sauber! So, aber was bringt der Kuchen uns jetzt? Vielleicht, dass du einen Jump'n'Rolli nach oben machen kannst. Du kannst ja die Sachen abbauen, Werkbank und so, und kannst dann... Naja, theoretisch könntest du dich auch einfach so hochbauen. Ja, das ist ja nicht Sinn des Levels. Ich habe eine Schaufel. Für was habe ich diese Schaufel? Für was habe ich Papier? Ich kann auf jeden Fall nichts damit craften. Vielleicht brauche ich die Sachen ja erst im nächsten Raum, weißt du? So von der Logik her. Naja, in dieser Pilz-Level-Dingsbums, da brauchtest du ja auch nichts. Also doch schon eine Blume und eine Schüssel. Aber... Jetzt kann ich mich einfach so auf dumm hochbauen. Nee, kannst du das nicht. Reicht eben nicht. Ah, guck mal, aber jetzt mit den Kuchen reicht's. Ja, weil ich einfach smart bin. Ich denke, wir haben das doch richtig gemacht. Oh ja, Gott. Warte. Da sind aber noch mehr Rahmenblöcke. Siehst du das, Ben? Da oben an den Ecken, oder? Sieht echt ein bisschen buggy aus, ne? Mhm. Ja. Bambule und ein Haufen Eisen. So, wir können machen Eisenbarrenkette. Denkst du, wir müssen das abbauen? Ist hier was drin? Nee, hier ist Gold okay, für Eier. Ja, muss es safe abbauen. Okay, das heißt, wir brauchen... Ja, aber wir brauchen ja eine Eisenspitze. Achso, nee, haut ja auch hin, stimmt klar. So, jetzt so. Schwerstes Prison ever, dass ich nicht lache. Das ist doch ein Witz hier. Klacks! Ist doch ein Klacks, ey. Aber wie brätst du das jetzt? Wie machst du da den Bräter? Also, nee, du kannst ihn dir und nicht. Das andere kannst du ja verticken. Ach, du kannst Lapis verticken. Ich kann mir sau viel Lapis ticken. Ach, er nimmt nur einmal, scheiße. Ja, Kupfer und Gold müssen wir burnen. Da hast du natürlich recht, ne? Für was brauchen wir die Eier, ist die Frage. Für was braucht man Eier? Boah, jetzt bin ich mit meinem... mit deinem am Ende, oh, ey. Ja, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es obvious. Ach, so ist das. Mir ist das nicht aufgefallen vorher. Mir auch nicht. Alter Schwede, diese, ich hab's woanders gesehen, diese Karten sind so OP, Alter. Ich denke mal, das birnen wir jetzt hier oder was, ey? Das ist ja hier alles, ey, das ist ja hier komplizierter mit der Kente. So, jetzt birnen wir das, dann birnen wir den Kupfer. Birnen wir beide ja, ne? Jetzt können wir hier schon mal ein Ei kaufen. Aber was machen wir mit dem Ei? Wir müssen nicht die Stufe verbraten, die brauchen wir vielleicht. Ich denke zwar, ich weiß doch nicht, wie viel man eine Stufe bräuchte, aber...
Sicher ist sicher, ne? So, jetzt haben wir den Trade. Kann ich was craften damit? Nee. Ein Spiegelei machen in der Lava. Einfach komplett dumm hochbauen. Auf Dummheimer? Weil ich so übelst wie Holz verbrannt habe und so. Aber hier kann man ja noch Stufen draus machen. Und den Zaun können wir auch noch abbauen. Ich wollte gerade sagen Angeln, aber da war ja was. Ja, scheiße! Aber die Angel ist kaputt. Bin so gebrochen, Edina. Die Angel hat jetzt wirklich endlich einen Sinn gehabt. Ich könnte auch einen Lava-Eimer machen und Lava hochschwimmen. Nee, reicht auch nicht mehr. Ey. Wir mussten das Level resetten. Wir wären sonst nicht weitergekommen. So, zuerst hole ich mir mal diesen Ofen hier. Mucki, sag mal, bist du fertig, in meine Lehne reinzukrallen? Von meinem teuren Gaming-Stuhl. Alter, die ist nicht mal ein Gaming-Stuhl. So, wir bauen jetzt den Ofen into Werkbank, into Kiste, into ein Haufen Stufen. Zack, zack. So, das heißt jetzt, ja, ich heb die Blöcke mal auf. Wir machen erstmal Stufen. Aber das sollte sich auf jeden Fall locker ausgehen, Nina, oder? Wir haben ja wirklich Arschspiele jetzt. So. 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 Das sieht gut aus, denke ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anders knapp kalkuliert, Alter. Guck mal, ich habe keinen Block. Ah, okay, ich hatte noch einen Block. Nevermind. So, ey, alles gelöscht. Oh, das sieht gut aus. Oh, Lava Jump. Boom. Stage. Ja. Nummer 6? 6, natürlich. Ja, das sieht ja anders easy aus, hä? Die blocken zwar weg, aber ist natürlich kein Problem für Obby King. Benson! Alle guten Dinge sind 70. 1, weil das ist mein First Try. Lava ist ein Cake. Nicht, dass Lava ein Cake ist, aber ich bin da schon runtergefahren und bin tot. Oh. Ah, wir müssen gucken, was bewegt sich nicht. Das ist so eine Map. So, jetzt habe ich einen Haufen Tropfblatt. Nee. Oder irgendwo da runter ist. Irgendwo überlebt man. Oh. Oh. Einfach ein dumm. Hey, Kollege, einfach ein dumm gemacht. Sporenblüte, getrocknete Siedlung. Und gleich mal aufhören zu brennen, oder? Clue. Maybe da ist etwas hinter der Wand. Oh nee, mit Enderperl auf nervig wieder da durchbuggen. Werkbank. Redstone Block. Okay. Ein Blitzableiter. Rip Copper Golem, oh nein. Blitzableiter passiert nichts, wenn ich den Button drücke. Muss mich hier draufstellen, als Verlängerung. Hinweis. Maybe ist was hinter den Wänden. Ah, vielleicht den Redstone Block überall platzieren. Das kannst du haben, Edina. Das ist Quatsch. Wo kommt denn der jetzt hin? Ah, oh, da oben ist ein Ofen. Ah. Aber bringt der mir was? Da ich jetzt keinen anderen Lösungsansatz habe, Edina, muss man da Risiko gehen. Jawohl. Jo. Komm her. Okay, jetzt kannst du ihn Wassereimer. Der wollte aber noch diese getrocknete Blüte haben. Ja, wo so, ich weiß nicht mehr, was das ist, ehrlich gesagt. Ach, deswegen hinter den Wänden. Kinder. So, jetzt sind wir hier oben. Ach, das ist ein Werfer. Ich dachte, das ist ein Ofen. Hinter den Wänden. Das bringt mir ja nichts hier. Hier vielleicht. Auch so ein random Command-Block. Denke nicht, dass ich das gemacht habe, was ich machen sollte. Kann ich da rein? Da war aber was, ne? Das ist ein Hebel. Oh, doch, doch, das ist richtig. Man muss da rein. Ja, in Roblox ist es immer besser, wenn du reinspringst. Aber ich glaube, in Minecraft ist es besser, wenn du rein sneakst tatsächlich. Hat keiner gesehen. Nimm doch einfach das Wasser wieder. Ach ja, stimmt. Das wäre natürlich einfacher. Das habe ich gar nicht gedacht. Zwei Hebel. Aha. Das oh, Ende? Wir haben es geschafft! Ich habe es sowas von geschafft, Elina. Ich bin der Herr. Also wir. Wir sind die Heftigsten. Das schwerste Prison, was er je gebaut hat. Ein Witz! Ich hoffe, euch hat es gefallen. Okay, wir mussten zwar hier und da mal das Level neu starten, aber gar nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Flankt den Like-Button. Checkt den Link in der Videobeschreibung aus zu Banks und die Ex, eine Butte Quapper, den besten Marketing-Roman aller Zeiten. Mit Abenteuern von Ebro, Elina und mir. Also klickt da gerne auf den Link in der Videobeschreibung zu Amazon. Bis morgen, euer Benson. Ciao.